Ja, heute wird's arcadig. Hallo und herzlich willkommen zu Zock mal wieder. Ich bin der Tomaniac und heute habe ich Bock, Loadrunner zu zocken von Irem aus dem Jahr 1984, und zwar die Arcade-Variante. Und ich schmeiß mal ein kleines bisschen Geld ein. Das sollte genügen. Und mal sehen, wie gut ich mich hier schlag. Wahrscheinlich nicht gut. Oh, ja. Sprach's und Ark. Das kommt davon, wenn man die Silvesterreste vorher wegtrinkt. Scheiße. So, vielleicht bin ich ja jetzt besser. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Oh, irgendeiner von denen muss so einen Klumpen mitgenommen haben. Manchmal heben die nämlich auch einen auf und schleifen den mit. Ich muss noch mal eben kurz gucken, mit welcher Taste ich genau wohin eine Grube setze. Das Krasse ist, dass die Gegner hier schon im ersten Level ziemlich hart sind. Oh! Scheiße! Ja, das war eine schnelle Runde. Das machen wir gleich nochmal. Ja, ich habe eigentlich geglaubt, ich krieg das etwas besser hin. Man muss den Grubenknopf einfach schnell genug drücken. Die verfolgen einen hier wirklich schon sehr hartnäckig. Das war nicht schlecht. Ich kann mir das natürlich auch selber zunutze machen. Ah! Wer hat jetzt denn das letzte Stück Gold? Keiner von den beiden. Ah, da oben hat das... Ah, ich habe einen in die Mauer gesperrt. Ah, verflixt, der hat das mitgenommen. Komm, lass liegen. So, jetzt muss ich da oben irgendwie raus. Ah, da klettert... Ah, so ein Sack. Ich sage, sie sind schon verdammt gerissen. Ein Wunder ist geschehen. Macht aber direkt wieder Spaß. Und da gibt es eben mittlerweile auch verschiedene Versionen. So, mache ich mir das mal selber zunutze. Scheiße. Das sah nicht gut aus. Ich glaube, das wird ein kurzes Zock mal wieder. Oh. Das hier ist eine ziemlich gemeine Ecke. Ah, scheiße! Hm. Oh, jetzt, das gibt's doch gar nicht. Ach, meine Güte. Schwerer als ich... Also, es ist ganz schön schwer, diese Version. Ich bin erstaunt jetzt gerade. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schwer ist, die Arcade-Version. Die verlangt einem ja wirklich... Joa, steig du mal ab ins Loch. Die verlangt einem echt alles ab. Ja, guck dir das an, wie die hinter einem her sind. Das gibt's doch überhaupt nicht. Wie kommt man denn an den dran? Ja, die suchen sich auch alternative Wege, um dich zu kriegen. Ah, jetzt habe ich eine Idee, wie ich da rankomme. Yep, so geht das. Gewusst wie? Habe ich jetzt eine Chance, da hinten mal irgendwie ranzukommen? Nein! Das
Gemeine ist ja, dass man dann alles wieder von vorne aufsammeln darf. Oh nee, das ist eine denkbar schlechte Idee. Ah, fuck. Das gibt's nicht. So. Die Idee war schon mal nicht schlecht. Gleich abserviert den Typen. Ach, nö, das gibt's doch nicht. Ja, vor allem, die lassen sich auch genau an der Stelle fallen. Das ist kaum zu glauben. Die sind... Also, das ist wirklich richtig heftig. Ich hab's nicht so hart in Erinnerung. Es ist wahrscheinlich nur die Arcade-Version so. Na komm, einen werfe ich noch nach. Ja, ich meine, es gibt ja für zig Systeme gibt's Loadrunner. Ursprünglich habe ich das mal auf dem C64 gezockt. Ich glaube, da habe ich es zum ersten Mal gehabt. Ich weiß gar nicht, ob ich es auf dem Amiga auch hatte. Aber dafür hat sich ja auch eine Version gegeben, könnte ich drauf wetten. Ja, bleib du schön da unten. Ich glaube, ich habe nur eine Möglichkeit, indem ich hier so jetzt hochgehe, weil da unten sind sie einigermaßen eingesperrt. Bis auf einen. Der muss natürlich wieder eine Extrawurst braten. So, du nicht, Freund. So, diesmal habe ich eine Chance, da oben reell hinzukommen, ohne gecached zu werden. Ja. Ja, das gibt sogar einen Bonus. Sehr schön. Nun, ich denke mal, weit komme ich sowieso nicht. Aber ist ja auch egal. Es geht ja um den Fun-Faktor. Ich glaube, dieses Level hier ist ein bisschen fairer. Das Dumme ist nur... Oh, ja, ich glaub's ja wohl. Wie kann man jetzt dafür sorgen, dass die... Oh, da hatte noch einer, das weiß ich. Oh, scheiße. Warte mal. Das gibt's doch nicht. Ach nein, da wollte ich gar nicht her. Ah, ah nein, jetzt hat einer von denen das Ding wieder mitgenommen. Ja, warum müssen die... Die wissen genau, dass ich da hin muss. Das kann mir doch einer sagen, was er will. So gemein. Ja, da hast du doch keine Chance. Das gibt's nicht. Da musste ich aber auch auf den Tod warten in dem Moment, ne? Wieder typisch. Das kann doch nicht wahr sein! Oh, Bock schwer! Ich bin echt überrascht. Ach, kann das denn sein? Ja. Ja, Irem, da habt ihr einen schönen Schwierigkeitsgrad hingelegt. Aber immerhin hat's mich da auf den dritten Platz gebracht. Ja. Und ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht zuzugucken. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, das mal wieder zu zocken nach Ewigkeiten. Auch wenn mir ja die C64-Version eigentlich da lieber war. Ich habe das Gefühl, die war etwas fairer. Mir auch bekannter. Ja, und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder mit dabei, wenn es heißt, zockt mal wieder mit Tomaniac. Ciao, bis dann.